Ich bin ja inzwischen auch schon über 30 Jahre auf dieser Welt. Also höchste Zeit, einmal Resümee zu ziehen. Hier sind also die 30 Dinge, die ich in über 30 Jahren gelernt habe. Hallihallo und schön, dass du da bist. Falls du gerade zum ersten Mal auf meinem Kanal bist, mein Name ist Katharina und als dein Glücksdetektiv helfe ich dir dabei, dein bestes und schönstes Leben zu führen. Das heißt, wenn auch du etwas glücklicher in deinem Leben werden möchtest, wenn du dich vielleicht aus einer akuten Krise befreien möchtest, wenn du einfach Tipps und Tricks brauchst, um ein erfüllteres und schöneres Leben zu führen, dann abonniere meinen Kanal, denn dann bist du hier ganz genau richtig. Zu diesem Video muss ich vielleicht noch vorweg sagen, ich dachte mir nämlich eigentlich still und allein in meinem Kämmerlein, dass es vielleicht gut wäre, so ein Video zu machen im Sinne von vielleicht so 5 Lektionen, die ich irgendwie jetzt in meinem hohen Alter schon gelernt habe. Und dann habe ich gegoogelt und festgestellt, dass es eine Riesensache ist, diese 30 Dinge, die ich mit 30 gelernt habe, zu posten und zu veröffentlichen. Aus diesem Grund habe ich meine Liste einfach erweitert. Das heißt, du bekommst jetzt nicht 5 Lektionen, sondern 30. Erstens, es gibt Wichtigeres als das eigene Aussehen. Als ich noch 20 war oder auch so in Teenagerjahren, habe ich mich sehr darum bemüht, möglichst gut auszusehen. Mit den entsprechenden Übungen und Cremes und Packungen und keine Ahnung was. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass ich mich über ganz andere Sachen definiere. Dass wer mich nicht kennt, der beschreibt mich vielleicht als hübsch, aber wer mich kennt, der beschreibt mich als ansteckend positiv, als gute Zuhörerin, als freundlich. Es gibt einfach Menschen, die gerne Zeit mit mir verbringen, nicht weil ich aussehe, wie ich aussehe, sondern weil ich bin, wie ich bin. Ich habe auch viel mehr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aus den Dingen gezogen, die ich erreicht habe, die ich geschafft habe, die ich geleistet habe, wann immer ich mutig war oder irgendwas Neues gewagt habe. Das sind die Dinge, die mich ausmachen. Mein Aussehen ist nicht so wichtig. Zweitens, ich bin gut genug. Früher habe ich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, alle anderen wollen mich prüfen und ich muss mich ständig beweisen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss alles können. Ich muss super gutes Allgemeinwissen haben. Ich muss alles wissen im Bereich Psychologie. Ich muss super sportlich sein, irgendwelche Verdienste sammeln und was weiß ich was noch. Aber das muss ich überhaupt nicht, denn natürlich ist es nur ganz normal, dass wir nicht alles können. Ich habe doch gar nicht den Anspruch, alles zu wissen und alles zu können. Ich möchte ja nicht diese Welt regieren oder mich zu irgendeiner Gottheit empor erheben. Es ist also ganz normal, dass jeder sich in den Bereichen gut auskennt, die ihn interessieren. Und heutzutage habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, jemandem offen zu sagen, dass ich keine Ahnung von einem bestimmten Bereich habe. Weil das macht mich nicht weniger wertvoll, das macht mich nicht weniger klug. Das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt. Andere sind auch nicht besser. Das war wirklich eine Erkenntnis, die mir sehr geholfen hat, meine Ängste zu lindern, als ich festgestellt habe, dass wir alle Menschen sind und wir alle haben unsere Probleme und unsere Schwächen und können nicht alles und wissen nicht alles. Also genauso wenig wie ich das kann, können das die anderen Menschen. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, als ich als Glücksdetektiv die ersten Interviews gegeben habe. Am Anfang hatte ich tierische Angst. Ich dachte immer noch die prüfen mich, ich muss alles wissen und können. Und dann habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass mir teilweise ganz junge Redakteure gegenüber saßen, die das vielleicht gerade auch zum ersten Mal gemacht haben, die gerade ihren Job angefangen haben und die wahrscheinlich viel mehr Angst vor diesem Interview hatten als ich. Also, wir sind alle nur Menschen und andere können es nicht besser als du. Viertens, die Zeit heilt viele Wunden. Wenn man jung ist, dann neigt man auch dazu, Dinge ein bisschen dramatischer zu betrachten. Der erste Liebeskummer und man denkt, ich werde nie wieder lieben. Oder mein Kaninchen ist verstorben und ich dachte, das wird mich für den Rest meines Lebens begleiten und ich werde nie wieder der gleiche Mensch sein wie zuvor. Und man hat einen Streit mit den Eltern und denkt, ich werde nie wieder mit denen reden. Aber ich habe festgestellt, dass die schönste Liebe erst deutlich später kam. Dass ich zwar immer noch liebevoll an mein Kaninchen denke, aber es mich nicht davon abgehalten hat, ein wunderschönes, erfülltes Leben zu führen. Und ich rede auch noch heute mit meinen Eltern und auch wieder gerne. Fünftens, ich kann es nicht allen recht machen. Und ich habe daraus die Erkenntnis gezogen, dass ich es in erster Linie mir selbst recht machen muss. Und ich bin sicher, du hast es schon 100.000 Mal gehört, dieses, du kannst es nicht allen recht machen. Bestimmt hast du es auch von mir schon gehört. Aber ich habe die Erfahrung wirklich am eigenen Leib gemacht. Es ist nicht nur etwas, was mir gesagt wurde, sondern ich habe es gespürt, ich spüre es immer wieder, zum Beispiel auch als Glücksdetektiv. Ich veröffentliche ein Video und ich kriege zahlreiche Rückmeldungen dazu. Und einer sagt, er findet es super toll, wie ich auf diesen einen Aspekt eingegangen bin. Und der nächste sagt, den Aspekt hätte ich weglassen sollen. Es ist nicht möglich, alle Menschen zufriedenzustellen, weil wir einfach unterschiedlich sind. Und weil jeder andere Interessen und Bedürfnisse und so hat,
Deswegen hör auf, dich an anderen zu orientieren. Fang an, dich bei dir selbst zu orientieren. Es ist einfach in erster Linie dir recht zu machen, damit du zufrieden bist mit den Sachen, die du produzierst. Sechstens, verschiebe dein Glück nicht in die Zukunft. Das war einer der größten Fehler, die ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht habe. Dass ich immer dachte, ich kann erst glücklich sein, wenn. Immer zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, aber bloß nicht jetzt hier in der Gegenwart. Und das habe ich zum Glück abgelegt. Das habe ich heute abgelegt. Und ich kann anmitten einem stinknormalen Dienstag einfach glücklich sein und zufrieden sein. Und ich kann mir Dinge gönnen und muss nicht erst irgendwie ein bestimmtes Ziel erreicht haben, um mir dann wieder mal was zu gönnen oder um gut zu mir zu sein. Siebtens, Kontrolle ist Illusion. Das ist ein etwas schmerzhafterer Punkt, weil ich hätte die Dinge gerne unter Kontrolle. Aber ich habe festgestellt, dass manche Dinge einfach außerhalb von meiner Kontrolle liegen und dass ich nicht alles beeinflussen kann und dass ich manche Dinge vielleicht einfach akzeptieren muss oder hinnehmen muss und das Beste draus mache. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, sich immer gesund zu ernähren und Sport zu machen und total auf die Gesundheit zu achten und dann wird man trotzdem richtig fies krank oder muss operiert werden oder irgendwas. Oder man bekommt einfach mit in der Welt, dass guten Menschen schlechte Dinge widerfahren. Das sind Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Irgendwo muss man also auch bereit sein, loszulassen und einfach zu akzeptieren, was die Welt einem vor die Füße wirft und das Beste daraus zu machen. Achtens, es gibt nicht die eine Wahrheit. Jeder Mensch hat eine eigene Wahrnehmung und eine eigene Perspektive auf Dinge. Meine Realität ist also noch lange nicht deine Realität. Und das ist eine wirklich großartige Erkenntnis in meinem Leben gewesen. Denn früher dachte ich immer, irgendwie, wenn man einen Streit mit seinem Partner hat oder so und man sagt, ich selbst fühle mich total vernachlässigt und mein Partner sagt irgendwie, wieso, ich mache doch alles für dich. Und er hat das Gefühl, er macht alles für mich. Und früher dachte ich dann immer, Mensch, du musst es doch mal einsehen. Es gibt einfach diese Fakten, du machst dies nicht und das nicht und das nicht. Schau doch mal hin, so ist die Wahrheit. Heutzutage weiß ich, jeder hat eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Perspektive und es gibt nicht die eine Wahrheit. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Neuntens, Vorwürfe bringen dich nicht weiter. Vorwürfe und Schuldzuweisungen bringen dir gar nichts. Sie helfen nicht, deinen Standpunkt zu klären oder irgendwie den Streit aufzulösen oder dass du danach glücklicher bist als zuvor. Was hilft, ist, dich mitzuteilen und deine Wünsche und Bedürfnisse ganz offen und klar und deutlich, ohne einen Vorwurf zu machen, anzusprechen. Denn dann kann dein Partner oder wer auch immer, dein Streitpartner, darauf eingehen. Dann kann er deinen Standpunkt sehen oder versuchen zu sehen, ohne gleich in diese Abwehrhaltung gehen zu müssen, weil du ihm vorwirfst, er sei der letzte Idiot. Zehntens, Selbstbewusstsein macht sexy. Als ich noch jünger war, hatte ich eine bestimmte Vorstellung davon, was sexy ist. Ein bestimmtes Aussehen, bestimmte Figur, bestimmte Kleidung, bestimmtes Make-up etc. Inzwischen weiß ich, und auch das klingt wieder wie ein Klischee, aber bitte hör mir trotzdem zu, es ist wirklich die Ausstrahlung, die einen sexy macht. Und es ist vor allem diese Ausstrahlung, wenn man selbstbewusst ist, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper, egal wie der aussieht, dann strahlt man das aus. Und das ist etwas, was extrem anziehend auf andere Menschen wirkt. Ich kann in Jogginghose und weiß ich nicht was für Schlumperklamotten durch die Straße laufen. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich einen guten Tag habe, dann strahle ich das aus und die Leute drehen sich nach mir um. Genauso kann ich in einem super Outfit mit roten Lippen und weiß nicht was für Wallehaaren draußen langlaufen. Und wenn ich mich aber gerade irgendwie nicht gut fühle, wenn ich den Eindruck habe, ich bin nicht attraktiv und ich bin dumm und all diese ganzen Selbstzweifel mich plagen, dann dreht sich niemand nach mir um, egal was ich für Kleidung oder Make-up trage. Elftens, vertraue dir selbst, denn dann vertrauen dir nämlich auch andere Menschen. Das Wichtigste ist immer, dass du das Vertrauen in dich selbst hast. Weil wenn du das hast, dann kannst du andere Menschen davon überzeugen, dir auch zu vertrauen, auch in deine Fähigkeiten zu vertrauen. Und wenn sie das nicht tun, dann schieß sie in den Wind. Alles, was du brauchst, ist das Vertrauen in dich selbst. Zwölftens, ich habe die Freiheit zu wählen, wie ich leben möchte. Das ist nicht umsonst mein Mantra und Wahlspruch, denn es ist wahrscheinlich die Erkenntnis, die mein Leben am deutlichsten umgekrempelt hat. Diese Erkenntnis hat mir nämlich den Mut gegeben und die Kraft gegeben, mein Leben um 180 Grad zu drehen, Entscheidungen zu fällen, vor denen ich große Angst hatte und die auch auf den Widerstand aus meinem Umfeld gestoßen sind. Und ich habe es dennoch gemacht, weil ich verstanden habe, dass ich selbst mein Leben gestalten kann, und zwar so, wie ich es möchte. Und das heißt, wenn du nicht in Deutschland leben willst, du musst es nicht tun. Wenn du nicht mehr als Sekretärin arbeiten möchtest, du musst es nicht tun. Du kannst wählen, wie du leben möchtest und du kannst jederzeit einen neuen Weg einschlagen. 13. Leben heißt lernen.
Wir lernen wirklich unser ganzes Leben lang. Und das bedeutet auch, dass das nie abgeschlossen ist, dass ich nie sagen kann, okay, jetzt weiß ich alles. Und ich versuche auch, dieses Bild immer von mir zu übermitteln. Ich bin um Gottes Willen nicht allwissend. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich verstehe nicht alles. Ich weiß heute mehr als früher. Aber ich muss auch noch unglaublich viel lernen und ich möchte auch noch unglaublich viel lernen. Und ich werde immer weiter lernen bis zu dem Moment, an dem ich sterbe. 14. Krisen gehen vorüber. Ich hatte auch schon mehrere Krisen im Leben und es ist meine absolut tiefste Überzeugung, dass wir alle Krisen erfahren im Laufe unseres Lebens und wahrscheinlich nicht nur eine. Es ist also etwas, das jeden Mensch widerfährt irgendwann in seinem Leben. Und da ist es absolut tröstend und gut zu wissen, dass diese Krisen auch wieder vorübergehen, dass es nicht ewig so weitergeht. Weil wenn man mittendrin steckt, und das kenne ich auch von mir selbst, dann denkt man natürlich, es ist Hopfen und Malz verloren und es führt zu Hoffnungslosigkeit und Resignation und dazu, dass man irgendwie die Flinte ins Korn werfen will. Aber das ist vollkommen falsch. Man sollte versuchen, sich auch in den Krisen den Glauben daran zu bewahren, dass es wieder besser wird. Aus dem einfachen Wissen heraus, und wenn du es noch nicht hast, dann gebe ich dir jetzt dieses Wissen, dass es besser werden wird und dass du auch viel dafür tun kannst. 15. Ausreden nützen niemanden. Es ist nur menschlich, dass wir Angst vor Neuem haben und dass wir auch in unseren alten Mustern verharren. Aber wenn du dein Leben ändern möchtest, wenn du etwas anderes möchtest, dann musst du auch Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen. Dann hör auf, immer diese Ausreden hervorzubringen und übernimm Verantwortung. Und ich kenne das auch von mir. Ich war früher jemand, der immer anderen Menschen die Schuld gegeben hat und der Welt die Schuld gegeben hat. Alle sind immer so böse und gemein zu mir und die behandeln mich schlecht und die Welt ist unfair zu mir. Das hat mich nicht weitergebracht. Und ich bin wirklich froh, dass ich heutzutage diese Einstellung überwunden habe, dass ich in der Lage bin, meinen eigenen Anteil an meinem Leben zu sehen, an den Entscheidungen, die ich fälle. Ich verspreche dir, wenn du Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, dann ändert das dein Leben um 180 Grad. 16. Genuss macht das Leben lebenswert. Und schon wenn ich das sage, freue ich mich auf all diese wundervollen Dinge, die ich einfach liebe. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es, massiert zu werden. Ich liebe es, mit Freunden zu quatschen und dabei irgendwie Waffeln zu essen. Du siehst, Essen kommt häufiger vor. Aber ich liebe auch all diese anderen Dinge, den Duft der Linden. Ich liebe es, Blumen anzusehen. Ich liebe es, spazieren zu gehen, auf ein Konzert zu gehen, ein tolles Musikstück zu hören. Ich sage nicht, dass Genuss der einzige Lebenssinn ist, aber für mich ist es definitiv ein Teil vom Lebenssinn. Für mich macht Genuss das Leben lebenswert, denn es schenkt mir so viel, es gibt mir so viel und es weckt auch unglaublich viel Vorfreude. 17. Reisen ist einfach. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber ich dachte früher immer, oh Gott, Reisen, das ist diese riesige Sache, das ist irgendwie wahnsinnig kompliziert. Und ich habe da ganz viele Hürden in meinem Kopf aufgebaut, was man da alles braucht und was wäre wenn und ich muss mich doch irgendwie vorbereiten und ich weiß nicht was. Inzwischen bin ich relativ viel gereist und ich kann sagen, dass ich jedes Mal aufs Neue wieder überrascht und erstaunt davon bin, wie einfach es ist. Wirklich, im Endeffekt brauchst du nur dieses Flugticket und deinen Personalausweis oder Reisepass und wenige Stunden später bist du in einem anderen Land oder sogar am anderen Ende der Welt. Und jedes Mal, wenn ich da ausgestiegen bin und ich war plötzlich woanders, habe ich gedacht, krass, vor ein paar Stunden war ich noch in Berlin in meinem Alltag und alles war wie immer und jetzt bin ich wo ganz, ganz anders und es war so einfach, hierher zu kommen. 18. Meine Gedanken bestimmen meine Realität. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich war früher ein ziemlich großer Pessimist und ich habe den ganzen Tag eben schwarze Gedanken gehabt. Die anderen Menschen sind doof, die Welt ist doof, meine Zukunft ist doof, alles ist doof. Und entsprechend habe ich mich natürlich gefühlt. Heutzutage habe ich verstanden, dass ich mir diese Realität selbst erschaffen habe. Und zwar durch diese ganzen schwarzen, negativen Gedanken, die ich hatte. Nicht die Welt ist also schuld, sondern mein Pessimismus, meine eigenen Gedanken sind schuld. Andere Gedanken führen dazu, dass ich mich viel besser fühle und dass ich vielleicht auch viel mehr Optionen habe und viel mehr neue Wege in meinem Leben entdecken kann. Und was davon ist jetzt richtig? Beides und nichts. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich für meinen Teil fahre aber viel besser damit, seit ich meinen Pessimismus in die Grenzen weise und mir einfach erlaube, optimistischer zu sein. 19. Nur weil etwas in meinem Kopf ist, ist es noch lange nicht wahr. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Erkenntnis, die uns, glaube ich, allen ungemein weiterhilft, wenn wir verstehen, dass nur weil etwas in unserem Kopf, weil wir da Stimmen hören, dass das nicht bedeutet, dass es die Wahrheit ist, sondern unser Kopf
kann auch der größte Schwätzer sein und er neigt dazu, jede Menge Kokolores zu verzapfen und vor allem eben immer zu katastrophisieren und das schlimmste Szenario auszumalen. Glaub ihm nicht alles, was er sagt. 20. Glück ist hausgemacht. Glück ist nichts, was von außen kommt, sondern es kommt von innen. Es kommt dadurch, dass du deinen Charakter entwickelst, dass du gütig wirst, dass du freundlich wirst. Wenn du glücklicher werden möchtest, dann musst du nicht erst irgendwas erreichen. Du musst einfach nur nach innen schauen. 21. Sei gut zu dir selbst. Wir erwarten immer so ein bisschen von anderen, dass sie sich um uns kümmern und für uns sorgen und dass sie ja auch dazu beitragen, dass wir glücklich sind. Aber in allererster Linie ist das unsere eigene Verantwortung und das habe ich auch irgendwann begriffen. Wenn ich etwas möchte, dann muss ich sicherstellen, dass ich das bekomme und dann muss ich mir das unter Umständen auch einfach selbst geben und nicht ewig darauf warten, dass irgendjemand anderes das von alleine merkt und mir das dann gibt und wenn er es nicht tut, dann bin ich auch noch sauer und mache mir meinen Alltag noch bescheuerter. 22. Geburtstage gehören gefeiert. Du bist es nämlich wert, gefeiert zu werden. Es ist unglaublich schön zu feiern. Und ehrlich gesagt freuen sich wahrscheinlich auch die meisten deiner Freunde, dass endlich mal wieder irgendjemand was Besonderes macht. 23. Meditation tut mir gut. Ich meditiere eigentlich schon seit Jahren, aber es gibt immer wieder Phasen, in denen ich für Wochen oder sogar mal Monate aufhöre zu meditieren. Und anfangs merke ich dabei auch noch nichts. Und dann denke ich immer so, vielleicht macht es doch nicht so viel, vielleicht brauche ich es doch nicht so sehr in meinem Leben. Aber über kurz oder lang war es bisher jedes Mal so, dass ich dann zunehmend feststelle, dass ich irgendwie unkonzentrierter werde, dass ich mich nicht mehr so gut fokussieren kann und dass ich auch viel mehr Gedankenchaos in meinem Kopf habe und es mir schwerer fällt, abzuschalten. Ich sollte also wirklich dabei bleiben. 24. Jeder ist anders. Nur weil etwas für dich funktioniert, muss es noch lange nicht für mich funktionieren. Und genau so ist es auch andersrum. Und deshalb, und das war auch eine große Erkenntnis in meinem Leben, ist jegliches Missionieren falsch. Alles, was man tun kann, ist Ratschläge zu geben oder Tipps zu geben, was für einen selbst funktioniert oder was man weiß, was bei vielen Menschen funktioniert. Aber es gibt keine Garantie, dass es dann auch bei dir funktioniert, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ist zum Beispiel das Reisen gewesen. Ich reise unglaublich gern und es erfüllt mich und es macht mir so viele neue Pläne und Energie und Kraft und Mut. Und eine Zeit lang dachte ich so, das ist die Lösung für alles. Es muss einfach nur jeder Mensch reisen. Bis ich festgestellt habe, es funktioniert nicht für jeden. Es gibt Menschen, die können damit nichts anfangen oder die ziehen daraus nichts oder denen macht es im Gegenteil sogar mehr Angst und Sorgen. 25. Ich darf meiner Intuition trauen. Entscheidungen sind nach wie vor ein schwieriges Thema für mich. Ich bin nicht so gut im Entscheidungen treffen und ich quäle mich oft sehr damit. Und ich habe eigentlich festgestellt, dass meine erste Intuition oft richtig ist. Also ich bin vor eine Entscheidung gestellt, ich habe irgendein bestimmtes Gefühl dazu, aber ich gehe diesem Gefühl nicht gleich nach, sondern ich denke erst mal, na gut, ich muss mir noch mal Zeit nehmen, ich denke ausführlich darüber nach, ich wäge ab, pro, contra und weiß nicht was, ich quäle mich tagelang, bis ich am Ende dann doch meistens meiner ersten Intuition nachgebe und damit zufrieden bin. Und diese ganze Quälerei zwischendrin hätte ich mir vielleicht auch sparen können. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Das ist zum Beispiel ein sehr häufiges Problem oder es tritt ganz häufig auf, wenn man sich ein Outfit raussucht. Man hat irgendwie ein besonderes Event am Abend, man geht in den Kleiderschrank, man hat schon eine Idee, was man tragen möchte. Man wählt es aus, man zieht es vielleicht auch an, aber dann ist man irgendwie unsicher. Vielleicht funktioniert ja auch was anderes noch besser. Also zieht man noch 2, 3, 4, 5 Outfits an, bis man am Ende doch irgendwie wieder zu dem ersten Outfit zurückkehrt. 26. Nachts nicht über Sorgen nachdenken. Das ist wirklich ein ganz praktischer Ratschlag, aber den gebe ich mir seit ein paar Monaten, Jahren auch wirklich selbst und erinnere mich immer wieder selbst daran. Nachts sehen wir alles sehr viel schwärzer und dunkler und es ist alles negativer und pessimistischer. Das liegt an bestimmten Botenstoffausschüttungen, die wir da erfahren. Das ist sozusagen wirklich eine wissenschaftlich belegte Sache. Also tu dir den Gefallen, ich tu mir den Gefallen inzwischen. Nachts lenke ich mich ab. Ich denke nicht über meine Sorgen und Probleme nach. 27. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das so sagen kann, bis ich das mit Überzeugung sagen konnte und mich nicht mehr dabei schlecht gefühlt habe im Sinne von, oh Gott, mache ich jetzt hier nicht gerade was Egoistisches oder so. Aber ganz ehrlich, es ist mein Leben. Ich habe die Freiheit, es zu gestalten, wie ich es gestalten möchte. Und wenn jemand was anderes möchte, dann soll er das doch bitte mit seinem Leben machen. Wir haben ja extra jeder ein eigenes bekommen. Also muss ich mich nicht auf andere auswirken und sagen, du musst genauso leben und der andere soll aber auch nicht mir vorschreiben, wie ich leben soll. Ich bin die Priorität in meinem Leben. 28. Alles hat einen Preis.
und ich bin nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Das ist eine Erkenntnis, die hat mir enorm weitergeholfen, insbesondere wenn ich mich mit anderen Menschen verglichen habe oder wenn ich neidisch auf jemanden war. Denn natürlich gibt es Menschen, die erfolgreicher sind als ich, die gesünder sind als ich, die besser aussehen als ich. Aber das hat alles seinen Preis. Diese Menschen, die Instagram-Fitnessmodels, die essen den gesamten Tag nur Quinoa und grüne Smoothies und weiß nicht was, eine Nuss oder so, und machen jeden Tag Sport und schwitzen dafür. Es hat einen Preis, so auszusehen. Und ich persönlich, und das muss sich, glaube ich, jeder selbst fragen, aber ich persönlich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, denn ich liebe Schokolade, ich liebe Eiscreme, ich möchte weiterhin in meinem Leben Spaghetti essen. Also ja, werde ich einfach nicht so aussehen wie die, und das ist okay für mich. Und genauso ist das bei allen anderen Vergleichen. Wenn ich sehe, dass jemand erfolgreicher ist als ich, das hat seinen Preis. Der Kerl arbeitet wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mehr als ich. Der ordnet vielleicht sein ganzes anderes Leben dieser einen Sache unter. Und auch hier bin ich vielleicht nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ich eben meine Freizeit schätze, weil ich Hobbys nachgehen möchte, weil ich Freunde treffen möchte. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann hilft es einem auch wirklich, diesen Neid zu überwinden und sich zufrieden zu geben mit dem, was man hat. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich 29. Niemand ist perfekt und kein Leben ist makellos. Lass dich bloß nicht von all diesen Instagram-Bildern täuschen, die dieses perfekte Leben immer inszenieren und die perfekten Körper und, weiß ich nicht, die perfekten Beziehungen. Wir haben alle unsere Probleme und es gibt so viele reiche, berühmte, super erfolgreiche Menschen, die drogenabhängig sind, depressiv sind, die sich das Leben nehmen. Es gibt Bilderbuchfamilien, die von außen nach Bilderbuch aussehen, in denen die Partner nicht mehr miteinander reden. Also lass dich nicht von diesem äußeren Schein trügen. Wir alle haben unsere Probleme. 30. Ich kann einen Unterschied machen. Wenn man ein bisschen Nachrichten verfolgt oder so, dann sieht man sich natürlich damit konfrontiert, dass es wahnsinnig viele Probleme auf dieser Welt gibt. Und manchmal kann einen das auch ganz schön erschlagen und mutlos machen. Und man möchte vielleicht gerne etwas ändern, aber man weiß auch überhaupt nicht, wo soll ich denn anfangen, was soll ich denn machen? Und man hat vielleicht auch das Gefühl, dass es eh nichts ändert, dass ich eh nichts bewirken kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann etwas bewirken und schon Kleinigkeiten reichen. Wenn ich freundlich bin zu anderen Menschen, dann erhelle ich damit nicht nur den anderen Tag von diesen Menschen, sondern ich trage vielleicht auch dazu bei, dass sie wiederum anderen Menschen freundlich begegnen. Wenn ich ein bisschen nachhaltiger einkaufe, dann zwinge ich die großen Unternehmen damit, das zu sehen, dass die Nachfrage da ist und dass sie darauf irgendwie reagieren müssen. Mit dem Glücksdetektiv habe ich nicht gestartet, um die Welt zu retten oder zu verbessern. Aber ich sehe und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass viele meiner Worte und meiner Blogartikel, dass die Menschen helfen, dass sie ihnen weiterhelfen, dass sie ihnen aus ihren Krisen helfen, dass sie ihnen neue Erkenntnisse bescheren. Und ja, ich löse nicht gleichzeitig noch den Welthunger und ich rette nicht Tiere, aber ich mache etwas. Und genauso gut kannst du etwas tun. Und wenn jeder Mensch etwas tut, dann haben wir eine bessere Welt. Puh, so, ich habe es geschafft und du auch. 30 Lektionen, die ich in über 30 Jahren gelernt habe. Wenn du bis hierhin gekommen bist und zugehört hast, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen und vielleicht auch für dich die ein oder andere Erkenntnis nochmal vertiefen oder neu gewinnen. Wenn das so ist, kannst du mir gerne einen Daumen hoch geben für dieses Video, um mir zu zeigen, dass es dir geholfen hat. Und wenn du mehr von mir sehen möchtest und hören möchtest, dann abonniere am besten gleich jetzt meinen Kanal. Klick auch auf diese kleine Glocke, damit du alle meine Videos bekommst. Und du kannst auch gerne mal in die Infobox unten gucken, da verlinke ich dir nämlich auch immer meine Website, auf der du nochmal ganz viele Ressourcen und Blogartikel und alles Mögliche von mir findest. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen meine Stimme schonen und ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal zu begrüßen. Bis dahin,